Er kommt aus dem schönen Saarland und hat schon sehr früh die Musik für sich entdeckt und hat zur Freude seiner Eltern Trompete gelernt. Schnell landete er auch als jüngstes Mitglied im örtlichen Musikverein. Dann hörte er irgendwann in seinem Leben den Song Der wilde, wilde Westen von Truckstop und seit diesem Augenblick ist er in die Country Music verliebt, die er mindestens genauso sehr mag wie Eis und Schokolade. Und schon haben wir drei Gemeinsamkeiten gefunden. Bei mir heute im Interview Ralf Rinas. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo und auch ein Hallo an die Hörerinnen und Hörer von Radio 700 und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Woher kommt deine Leidenschaft zur Musik? Das hat ja bei dir recht früh angefangen und nicht mehr aufgehört. Also angefangen hat das Ganze so, dass mein Onkel mir im Alter von 5 Jahren ein kleines Akkordeon geschenkt hat und darauf habe ich dann wohl Lieder gespielt, die ich zuvor im Radio gehört habe oder die meine Eltern auf dem Plattenspieler aufgelegt hatten. Mein Vater war auch ein großer Fan der Blasmusik und meine Schwester und mein Schwager, die haben schon im örtlichen Musikverein musiziert. Mein Cousin war der Dirigent des Musikvereins und so bin ich da schon ein bisschen reingeboren, kann man sagen. Mhm. Und ich habe dann halt zum Glück ein bisschen Talent mitgebracht und mein Cousin hat dann gefragt, ob ich Interesse habe, für ein Musikinstrument im Musikverein zu spielen und ich habe dann gesagt, ja, würde ich gern machen. Er hat mich dann unterrichtet auf der Trompete und als er mir dann nichts mehr beibringen konnte, bin ich dann zur Musikschule der Stadt Ottweiler, das war damals unsere Kreisstadt gewesen. Und da habe ich dann das Musikinstrument Trompete, ja, man kann schon sagen, professionell gelernt. Es war ein sehr strenger Lehrer und ich habe sehr, sehr viel gelernt bei ihm. Als ich dann 15 Jahre alt war ungefähr, kam ein Lied raus, das habe ich in der ZDF-Hitparade gesehen, Der wilde, wilde Westen. Da war ich absolut fasziniert von diesem Lied und vor allem von diesem Sänger, von dem Rainer Bach mit seiner Pedal-Steel-Gitarre. Das war für mich der absolute Wahnsinn. Ich habe mir dann die Musikkassette gekauft von meinem Taschengeld. Ich kann mich noch dran erinnern. Es war meine erste Kassette, die ich gekauft habe. Mhm. Und dann war mir klar, ich habe keine Zukunft im Bereich Blasmusik, Ernst Mosch oder James Last oder wie sie alle heißen. Das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich zu meinem Cousin gesagt, du Werner, es tut mir leid, aber ich habe keine Lust mehr. Ich höre auf mit der Blasmusik. Ich versuche einfach irgendwie eine andere Musik zu machen, wo ich selber komponieren kann und wo ich ein bisschen singen kann. Als ich dann im Musikverein aufgehört habe, war mein Vater natürlich gar nicht begeistert. Ich habe dann gesagt, Papa, ich möchte die Musik nicht mehr machen. Das gefällt mir einfach nicht mehr. Ich möchte Country-Musik machen, ich möchte Schlagermusik machen, ich möchte selber Lieder komponieren. Ich habe auch schon welche geschrieben, ne? Habe ich zu meinem Vater gesagt und er hat dann nur gesagt, ja, ja, mach du nur, aber von mir gibt's kein Geld, ne? Und ich bekam im Monat 4 Mark Taschengeld und das hat natürlich nicht gereicht, für irgendein Instrument zu kaufen. Und da habe ich dann mein Bonanza-Fahrrad eingetauscht gegen ein Keyboard. Mein Onkel hat mir noch ein Keyboard geschenkt und dann ging es eigentlich so los mit der Musik in Kneipen, schon im Alter von 15 Jahren. Ein Freund von mir, der hat noch Gitarre gespielt und gesungen und da haben wir dann so als Duo hin und wieder Musik gemacht. Was ist draus geworden? Aus der 2-Mann-Kapelle wurde dann eine 5-Mann-Kapelle und ich bin, was die Musik betrifft, so eine Art, wie sagt man, Linsenspalter, ne? Wenn da eine Gitarre verstimmt ist oder da kommt der Schlagzeuger nicht auf die 1 und dann ist das für mich ein Grund für dann die Probe zu unterbrechen und zu sagen, stopp, das war falsch, hier ist die Gitarre verstimmt und so weiter. Und irgendwann haben die keine Lust mehr gehabt und dann haben sie mich rausgeschmissen. Da haben sie gesagt, du brauchst nicht mehr zu kommen, du bist uns zu pingelig. Ja, und dann habe ich mich auf die Suche nach was Besseren gemacht. Okay, was ist dann passiert? Wie ging's weiter? Dann habe ich ein Inserat in der Zeitung gesehen. Wir suchen einen Keyboarder, professionelle 5-Mann-Truppe. Und ja, da habe ich mich dann den Jungs angeschlossen und da haben wir dann tatsächlich auch hin und wieder Stars begleitet, die ich zuvor aus der ZDF-Hitparade kannte. Und da war ich natürlich auch ganz stolz, dass ich diese Leute da mal kennenlernen durfte auf der Bühne. Und da habe ich dann auch mit dieser Truppe 5 Jahre lang gespielt und dann hat es mir aber auch keinen Spaß mehr gemacht. Und da habe ich gesagt, Jungs, sorry, es gefällt mir nicht mehr, ich suche was anderes. Und im Jahr 1998 habe ich dann bei meinem Freund Walter im Musikgeschäft angefangen zu arbeiten und habe dann Keyboards vorgeführt und verkauft. Und da sagte mein Freund, hör mal, Ralf, du spielst so gut, du spielst ja besser wie die Alleinunterhalter, die so viel Geld verdienen. Werd doch auch Alleinunterhalter. Da habe ich gesagt, ja gut, spielen kann ich, aber singen. Das Singen ist das Problem. Was ist, wenn die Leute lachen? Okay. Ach, warum sollen die lachen? Sing mal was vor. Und da habe ich was gesungen und da hat er gesagt, ist doch okay. Das ist doch super.
hol dir ein Keyboard, hol dir Gitarre, hol dir, was du brauchst, ich gebe dir es günstig. Und dann geh einfach raus und geh Musik machen Samstag, Sonntag und verdien dir dein Geld. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Die Welt der Stars und Sternchen. Ollis Welt. Bei Radio 700. Welche Ziele hast du denn damals damit verfolgt? Irgendwann habe ich mir dann vorgenommen, ich möchte einmal im Leben im Radio gespielt werden. Und meine Freunde haben dann gesagt, du bist nicht mehr ganz normal. Das schafft keiner. Mhm. Da habe ich gesagt, ich schaffe das irgendwie. Ich habe dann ein Lied geschrieben, das hieß der SR3, mein Sender an der Saar. Das ist hier unser regionaler Sender, gehört zu den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich habe dann dieses Lied im Musikgeschäft bei meinem Freund da aufgenommen. Er hat gesagt, okay, du kannst dich abends nach Feierabend da einsperren und kannst machen bis in die Nacht so lang, wie du willst. Und ich habe dann dieses Lied da produziert. Er hat mir dann eine CD gebrannt. Ich bin dann damit zum Saarländischen Rundfunk gefahren und die haben sich das angehört. Und leider war da keine Labelcode-Nummer drauf. Sowas hatte ich damals noch nicht. Und da haben die mir einen Vertrag gegeben. Also ich habe einen Sendevertrag dann bekommen mit der ARD und so fing das Ganze dann an mit mir und mit dem Radio. Und es hat seitdem auch nicht mehr aufgehört. Du warst ja am Anfang mit Schlagern sehr erfolgreich unterwegs. Erzähl uns ein bisschen aus dieser Zeit. Ja, 2020 habe ich mit meiner Tochter ein Musiklabel gegründet, RMP, Rinas Musikproduktion. Und so war es mir dann auch möglich, meine Musik den Radiosendern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich habe mir dann auch ein kleines Studio eingerichtet und fing dann an, Schlager zu produzieren. Und die hat man dann auch immer öfter im Radio gehört. Dann gab es dennoch irgendwie einen Bruch, denn was hat dich bewogen, dem Schlager dann den Rücken zu kehren? Ich war schon immer ein großer Fan der Schlagermusik und habe auch nie eine ZDF-Hitparade verpasst mit dem Dieter Thomas Heck. Ich war da immer total begeistert von diesen Liedern und bin es auch eigentlich heute noch. Aber wenn ich mir heute die Schlagermusik so anhöre, es gab irgendwann einen Knick. Und da wurde die Schlagermusik zur Disco-Fox-Musik. Und auch ich als Musikproduzent und Sänger wurde da irgendwie in eine Richtung gedrängt, die mir irgendwie nicht mehr gefällt. Ging tatsächlich vielen so. Es ist mir alles irgendwie zu synthetisch geworden. Das heißt also, man schiebt mittlerweile nur noch auf dem Computer solche Blöcke rum, wo dann zum Beispiel draufsteht Gitarre C-Dur Tempo 120, das schiebt man dann hier hin, dann G-Dur Gitarre schiebt man dann hier hin und ja, da wird praktisch Musik am Computer designt. Und die Klänge werden auch immer synthetischer. Also das Schlagzeug ist mittlerweile kein Schlagzeug mehr, sondern das ist so eine Drummaschine, kann man sagen. Und ich habe mir gesagt, ich habe nicht diese vielen Instrumente gelernt, dass ich jetzt da Musik am Computer designe. Und deshalb habe ich ganz einfach damit aufgehört. Das Thema hat man übrigens letztens mit dem Schlagersänger Leonard. Der teilt da absolut zu 100% deine Meinung. Irgendwo bin ich dieses Thema auch leid, dass man da vor allem in der Disco-Fox-Musik hört. Es geht ja ständig um Beziehungen. Warum hast du nicht gesagt, dass du ihn liebst? Warum lieb ich denn den? Und warum bist du denn da fremdgegangen? Hast mir nichts gesagt und eigentlich immer das gleiche Thema und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mag nicht mehr. Ich will einfach mal Geschichten erzählen über einen Wolf, über einen Adler, über einen Baum, über mein Auto, über die Kassiererin im Supermarkt. Egal, irgendwas möchte ich gern erzählen und nicht im Disco-Fox-Rhythmus, sondern einfach mal im Rock'n'Roll oder in Walzer oder in einem Cha-Cha, in einem Rumba, all das kann man mit der Country-Musik machen. Absolut richtig. Ja, und deshalb möchte ich die nächsten Jahre nur noch Country-Musik machen. Ich werde vielleicht noch 2 oder 3 Titel im Jahr produzieren in der Schlagermusik, aber die werde ich dann nicht mehr selber singen, sondern die wird dann mein Freund Walter Petri, den habe ich vorhin schon erwähnt, das ist mein ehemaliger Chef, mit dem bin ich immer noch sehr gut befreundet, der wird diese Titel dann singen. Ich habe auch schon ein Lied geschrieben für ihn, Bis ans Ende dieser Welt. Den hört man auch hin und wieder im Radio. Aber wie gesagt, für mich ist momentan mit der Schlagermusik Feierabend. Und mit deiner kritischen Meinung bist du da durchaus nicht alleine. Ich hatte vor kurzem Larry Schuber im Gespräch und auch er könnte deine Aussagen wohl auch so unterschreiben. Aber kommen wir mal zu deiner Leidenschaft zur Country-Musik. Wie hat sich die denn entwickelt? Und was gefällt dir daran so sehr? Was mir an der Country-Musik so gut gefällt, sind diese vielen Rhythmen, die man da verwenden kann. Wie schon erwähnt, bei der Schlagermusik ist es ja vor allem Disco Fox. Wenn man heute einen erfolgreichen Schlager produzieren, dann kommt man an Disco Fox eigentlich nicht drum rum. Aber
bei der Country-Musik gibt es sehr, sehr viele Rhythmen. Ich habe den Country-Walzer, ich habe den Country-Rock, ich habe den Country-Rock'n'Roll, Cha-Cha, Rumba, alles Mögliche kann man in die Country-Musik einfließen lassen. Und das finde ich halt wirklich ganz toll, dass man da so viele Möglichkeiten hat. Was mich auch so fasziniert, ist dieses Country-Publikum. Die sind sehr einfach gestrickt und sind teilweise kitschig, kindisch. Ja, wenn ich da manchmal sehe, wenn sie zum Konzert kommen oder so, dann kommen die da mit so amerikanischen Geländewagen, sage ich mal. Dann ist hinten das Reserverad verkleidet mit so einem Adler oder so einem Wolf, der heult. Also es ist schon sehr kitschig. Die leben so irgendwie, keine Ahnung, in ihrer Traumwelt. Die träumen von einer besseren Welt. Die träumen von Natur und es sind Menschen, die sind einfach ja sehr, sehr anspruchslos und sehr dankbar. Und das fasziniert mich auch irgendwie. Und was fasziniert dich an der Country-Musik? Was mich an der Country-Musik auch fasziniert, ist diese Vielfältigkeit, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich habe jetzt einfach mal Lust auf eine Ballade. Und dann setze ich mich hin, ich schreibe dann einen traurigen Text zum Beispiel, dann hole ich mir hier eine Gitarre weg und dann hole ich mir die Resonator-Gitarre und dann spiele ich damit vier Takte, dann hole ich mir die zwölfseitige, dann spiele ich damit noch ein bisschen und dann kommt das Schlagzeug rein, der Bass und das spiele ich dann alles hier ein und kann da meiner Fantasie freien Lauf lassen. Und wenn das Lied dann fertig ist, sage ich so, jetzt mache ich einen Rock'n'Roll. Und dann machen wir einfach einen Rock'n'Roll. Und das liebe ich an der Country-Musik, diese Vielfältigkeit. Und wer sind da in diesem Bereich deine großen Vorbilder? Also meine Vorbilder waren eigentlich Truckstop und Western Union. Bei Truckstop war es vor allem dieser Sänger, der Rainer Bach, der diese Pedal-Steel gespielt hat und nachher der Knut Beversdorf. Ganz toll gesungen. Wunderbare Stimmen und auch der Larry Schuber. Einwandfrei. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Immer gefällt mir immer noch gut. Ich gucke mir immer noch die Konzerte im Internet an und ich bin ja mittlerweile auch mit den Jungs da über Facebook befreundet und freue mich dann natürlich auch, wenn die dann mir auch Komplimente machen und sagen, Ralf, das ist ein schöner Song, den du da geschrieben hast. Da bin ich natürlich dann auch ganz stolz, dass meine Vorbilder mich dann loben. Du hast ja nun mittlerweile auch viele Songs draußen. Wie entstehen bei dir diese Ideen und die Texte für so einen Song? Ja, teilweise entspringen die Texte, die ich da niederschreibe, meiner Fantasie, dass ich sage, ich überlege mir jetzt mal einfach eine Geschichte. Und teilweise sind es aber auch Dinge, die ich erlebt habe. Vielleicht mal zwei Beispiele. Ich bin mal von der Arbeit nach Hause gefahren und 5 Kilometer bevor ich zu Hause war, kam auf einmal in meinen Kopf, ich sitze im Flieger nach Antalya nur ein paar Stunden und ein Traum wird wahr. Da dachte ich, oh, schnell mal rechts ranfahren, Warnblinker an, Handschuhfach auf, okay. Zettel rausgeholt, ich sitze im Flieger nach Antalya nur ein paar Stunden und ein Traum wird wahr. Ja, und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich dann ein Lied draus gemacht. Das war dann eigentlich meine erste Schlager-CD, die ich produziert habe. Und ein Freund von mir hat mich mal angerufen, hat gesagt, Ralf, komm vorbei, wir wollten dich mal einladen. Ich habe ja geheiratet, ich stell dir mal meine Frau vor. Und ja, bin ich der Einladung gefolgt und habe ihn dann besucht. Und da hat er mir seine Frau vorgestellt, eine wirklich wunderschöne Frau. Ganz tolles Lächeln, ganz tolles Aussehen und ich war da ganz fasziniert, bis sie dann angefangen hat zu schimpfen. Oh oh. Und hat nicht mehr aufgehört. Und da dachte ich nur, eieieiei. Da muss ich ein Lied drüber schreiben. Und das habe ich dann auch so gemacht. Du hast ja unter anderem auch einen Titel, der heißt Cowboys an der Saar. Mit dem Saarland verbinden ja viele eher Zechen, Stahlindustrie und Schwenker auf dem Grill. Wie ist denn der entstanden? Das Lied Cowboys an der Saar, das ist jetzt schon 22 Jahre alt. Also ich habe es im Jahr 2000 komponiert und der Grund war damals, ich war ja damals mit meiner Country-Music auch unterwegs und war da überrascht, dass es hier im Saarland oder sagen wir mal Saar-Pfalz-Kreis sehr viele Country-Fans gab und Cowboys. Und da dachte ich, ich schreibe ganz einfach mal für den Lied, dass man eigentlich nicht immer nach Amerika gehen muss, für Cowboys zu sehen, sondern dass es hier bei uns im Saarland auch welche gibt. Du singst von der Saar, über die Saar, mit der Saar vielleicht auch. Du bist bekennender Saarländer. Wie wichtig ist dir da Heimatverbundenheit? Ich bekenne mich dazu, dass ich Saarländer bin. Ich bin gern Saarländer. Ich habe ja auch mal ein Lied geschrieben und das heißt alles klar an der Saar. Wir sind ganz klore Menschen, sind immer gut gelaunt und unser Arze Koche, die wird überall bestaunt.
Egal, wo mir auch hingehen, mir sind überall beliebt. Drum sah nicht, liebes Saarland, hab Dank, dass es dich gibt. Ach, wie schön. Wir im Saarland hier, wir reden ziemlich gern und ziemlich viel. Ich war zum Beispiel mal im Hamburger Raum unterwegs, hab da einen Arbeitskollege getroffen und der hat mir kaum Antwort gegeben, wenn ich so erzählt habe oder hab was gefragt. Da hat er gesagt, Ralf, kann sein, dass du gern schnacken tust? Habe ich gesagt, ja. Ja, wir hier nicht so, bitte nur das Nötigste. Ja, dann habe ich gedacht, ach, hoffentlich komme ich bald wieder zurück in die Heimat. Weil bei uns heißt es hier Quantität vor Qualität, was das Reden betrifft. Wir sagen dazu auch Dummschwätze. Und wo können dich denn deine Fans als nächstes erleben? Weil wie sieht denn das Jahr 2023 für dich aus? Was hast du vor? Wie es mit Live-Auftritten nächstes Jahr bezüglich der Country-Music aussieht, das weiß ich nicht genau. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust für da große Strecken hinzulegen. Ich komme ja wie gesagt aus dem Saarland und es gibt zwar die Cowboys an der Saar, aber es ist nicht so, dass jetzt hier jede Woche oder jeden Monat ein Countryfest ist bei uns im Saarland. So viel sind es dann auch wieder nicht. Wir sind halt nur ein kleines Bundesland, aber auf der anderen Seite habe ich auch keine Lust, dass das Ganze in Stress ausartet und ich bin dann montags in Berlin und mittwochs bin ich in Hamburg und freitags bin ich in München, also da habe ich kein Interesse dran. Ich versuche einfach, mich im nächsten Jahr auf meine Musikproduktionen zu konzentrieren, sodass ich noch ein Album fertig bekomme. Da können sich auf jeden Fall nicht nur die Fans drauf freuen und wenn du mal gerade eine Musikpause einlegst, wo tankst du dann Energie auf? Also die Frage hättest du mir am besten jetzt nicht gestellt, aber ich kann am besten Energie tanken oder entspannen, wenn ich lache. Und ich kann am besten lachen, wenn ich anderen Menschen Streiche spiele. Okay. Was ich auch sehr gern zur Entspannung mache, ist Kochen. Ich koche wirklich für mein Leben gerne. Das klingt gut. Und ich koche wirklich richtig gut. Ich kann es nicht verstehen, wie manche Leute von der Arbeit kommen und sagen, ach, jetzt muss ich auch noch für die Familie kochen. Also für mich war das immer das Schönste, für die Familie zu kochen. Es macht richtig Spaß, ja. Und wenn ich jetzt koche und es hat gut geschmeckt, ich bin satt, dann lege ich mich auf die Couch und dann gucke ich meine Lieblingsserie. Ich bin also so ein richtiger, langweiliger Mensch. Aber auch das ist völlig legitim. Und was wünschst du dir persönlich für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir das, was ich die meisten Menschen wünschen. Gesundheit, Glück, Liebe, Frieden. Und in musikalischer Hinsicht wünsche ich mir, dass ich noch einiges auf die Beine stellen kann bezüglich der Country-Musik und dass ich noch viele Lieder produzieren kann und dass sich die Country-Fans über meine Musik freuen. Und das tun sie ja jetzt schon. Vielen Dank, Ralf Rinas. Ja, vielen Dank auch von mir. Bis zum nächsten Mal.